Leute, heute zeige ich euch eine Siemens Waschmaschine, bei der eine Verstopfung vorliegt irgendwo in den Schläuchen. Wenn man normal wäscht, steht das Wasser in der Trommel und pumpt nicht mehr richtig ab. Dementsprechend müssen wir das Wasser jetzt erstmal ablassen und dann die Verstopfung suchen. Dafür müssen wir wahrscheinlich ziemlich weit in die Maschine vordringen, aber wenn ich euch das Schritt für Schritt zeige, kriegen das die meisten wahrscheinlich auch hin. Generell, wenn ihr was an eurer Waschmaschine macht, als erstes Stecker ziehen, Zuwasser abklemmen, Abwasser abklemmen. Natürlich müsst ihr auch hier den Abwasserschlauch kontrollieren, dass nicht hier in diesem Endstück was drin steckt. Das wäre natürlich der Super-GAU, wenn ihr die ganze Maschine zerlegt und am Ende habt ihr hier in dem letzten Stück von dem Schlauch einen Knopf drin. Als erstes müssen wir das Wasser aus der Maschine lassen. Nach einem normalen Waschgang stehen ca. 1 bis 2 Liter in der Maschine. Wenn sie im Programm abgebrochen hat, zum Beispiel wegen der Verstopfung oder einer defekten Heizung, dann steht deutlich mehr Wasser in der Maschine. Da müsst ihr sehr vorsichtig sein beim Ablassen. Dazu haben wir hier einen kleinen Schlauch. Den können wir in den Behälter hängen, Stöpsel öffnen und das Wasser ablassen. Hier habe ich jetzt schon das meiste von dem Wasser rausgelassen. Wenn die Maschine halt voll steht bis hierhin, dann wird einiges an Wasser auf euch zukommen. Und dann das Flusensieb öffnen und das Restwasser herauslassen. Hierbei werdet ihr auch schon die ersten Fundstücke vielleicht finden. Hier unten ist das Pumpenrad drin und da sammelt sich alles wie Kleingeld, Haarklammern, BH-Bügel ist der Klassiker. Alles was ihr so in den Hosentaschen habt, Knöpfe die abgehen, das findet ihr alles da unten wieder. Natürlich kann es sein, dass das schon eure Verstopfung war. Wenn ihr da jetzt sehr viel Kleingeld oder Sachen findet, dann ist es natürlich sinnvoll, es schon mal zu versuchen, ob damit sich das Problem lösen lässt. Wenn ihr weiterhin eine Verstopfung habt, müssen wir weiter in die Maschine vordringen. Wenn ihr Glück habt, habt ihr euren Defekt jetzt hiermit schon behoben. Aber da so viele Schläuche in der Maschine sind und die Verstopfung an einigen verschiedenen Punkten sitzen kann, werde ich euch jetzt alle Möglichkeiten zeigen, wo die Verstopfung auftreten und dann müsst ihr natürlich bei eurem Gerät suchen, an welcher Stelle euer Gerät verstopft ist. Wenn ihr das Problem habt, dass das Flusensieb überhaupt nicht rausgeht aus der Maschine, ja, dass ihr es ein Stück weit nur drehen könnt, aber es sich nicht rausziehen lässt, dann stecken Fremdkörper im Flusensieb und in dem Schlauch und blockieren das Herausdrehen des Flusensiebs. Dann keine Gewalt anwenden, sondern das Flusensieb wieder reindrehen und die Maschine auf die linke Seitenwand legen, also umlegen komplett und ein bisschen wackeln dabei. In der Hoffnung, dass das Teil wieder in den Schlauch zurückfällt und ihr das Flusensieb dann rausnehmen könnt. Jetzt wo das Flusensieb raus ist, seht ihr hier das Pumpenrad hier hinten und das sollte sich frei drehen lassen und immer so einen Widerstand haben. Durch den Magnetkern hier drin kann man das ein Stück weit frei drehen, dann hat es einen kleinen Widerstand und dann springt es wie über diesen Widerstand hinweg. Natürlich könnt ihr hier auch nach Fremdkörpern suchen, ob hier Knöpfe, Haarklammern, Kleingeld oder sowas drin ist. Und natürlich hier zur Seite hin ist noch eine Öffnung. Von da kommt das Wasser von der Trommel und da könnt ihr natürlich auch gucken, ob ihr hier irgendwelche Fremdkörper findet. Als nächstes werden wir die Waschmaschine jetzt spülen. Das machen wir, indem wir hier in die Trommel Wasser reingeben und hier unten drunter einen Eimer stellen oder halten, wo das ganze Wasser dann reinlaufen kann. Dann wird der Schlauch zwischen der Trommel und dem Pumpengehäuse durchgespült. Sollte hier das Wasser schon stocken und nicht sauber ablaufen und hier nur so ein kleines Rinnsal rauskommen, dann wisst ihr, ihr habt hier zwischendrin die Verstopfung und da zeige ich euch natürlich auch noch, wie ihr da dran kommt. Also zum Spülen nehmt ihr einen Eimer zum Runterhalten unter das Pumpengehäuse und gießt mit, zum Beispiel mit einer Gießkanne oben das Wasser rein und seht dann schon, wie es unten den Dreck und alles aus der Maschine spült. Thank you.
Und ihr seht, dass das Wasser nicht sauber abläuft. Also es läuft nicht unten in der Geschwindigkeit aus der Maschine, wie ich es oben reingieße. Das deutet darauf hin, dass wir zwischen der Trommel und dem Pumpengehäuse eine Verstopfung haben. Jetzt warten wir, bis das Wasser komplett abgelaufen ist. Und dann öffnen wir die Maschine komplett. Als erstes werden wir jetzt unten diese Leiste entfernen. Die ist nur mit einer Schraube gesichert. Hat aber vier Clips. Zwei hier, zwei hier. Und dazu entfernen wir erstmal die Schraube. Das ist eine 20er Torx-Schraube. Und danach schieben wir die Leiste nach da und wackeln dabei ein bisschen. Hier müsst ihr die gegebenenfalls ein Stück vorziehen und dann rüber drücken. Und dann könnt ihr die gerade vorsichtig abheben. Danach den Schlauch ausfädeln. Und schon ist die Leiste ab. Danach entfernen wir die unteren Schrauben von der Halterung. Hier sind rechts zwei und auf der anderen Seite genauso dasselbe. Auch wieder 20er Torx-Schrauben. Als nächstes müssen wir die Türdichtung lösen, dazu die Tür öffnen und hier in der Kante habt ihr einen Metallring drin liegen, der hier unten eine Feder hat und den müssen wir jetzt aus der Dichtung heraushebeln. Dazu nehmen wir einfach einen Schlitzschraubendreher und hebeln den vorsichtig hier raus, ohne ein Loch in die Türdichtung zu stechen dabei. Den Ring beiseite. Und die Türdichtung hier ein Stück weit herausziehen und dann nach innen ins Gehäuse. So. Jetzt wird die Frontplatte inklusive Tür nur noch von einer Schraube gehalten. Die versteckt sich hier hinten. Bevor wir die herausdrehen, aber vorsichtig, weil wir haben das Türschloss, das mit in dieser Frontblende montiert ist. Und da führt ein Kabel dran. Dementsprechend könnt ihr beim Abnehmen der Frontblende die nicht zu weit wegheben. Wir müssen nämlich erst das Kabel aushängen. Deshalb nehmen wir jetzt den Schieber raus, drücken oben auf den Knopf, ziehen den raus. Und hier unten, diese eine Schraube, hebt noch die Frontblende. Jetzt nehmen wir die Frontblende hier unten und ziehen sie zu uns ein kleines Stück raus. Und lassen ihn wenig nach unten ab, dass hier oben der Spalt entsteht. Und schon können wir sie komplett abheben. Jetzt aber vorsichtig wegen dem Kabel vom Türschloss. Hier seht ihr jetzt das Türschloss und die Aufhängung von den Kabeln. Die haben hier so zwei Clips. Die lösen wir und schieben sie nach innen. Und dann hat das Türschloss hier noch einen Stecker, den wir vorsichtig herausziehen. Jetzt können wir die Frontplatte schon komplett abheben. Jetzt können wir zum ersten Mal komplett in die offene Maschine sehen. Wir sehen unter anderem hier die Pumpe, die Heizung und das ist der Schwimmersensor. Jetzt sehen wir hier das Pumpengehäuse, wo vorne das Flusensieb eingeschraubt ist und hinten die Pumpe dran ist. Das hat zwei Anschlüsse. Einmal den linken, der geht hier zu dem Eco-Ball, der an dem Bottich von der Trommel befestigt ist, und einmal den für den Abwasserschlauch, der aus dem Gerät rausführt. Die werden wir jetzt beide abklemmen und auf Fremdkörper prüfen. Dazu nehmt ihr gerade eine Kombizange oder eine Rohrzange und drückt diese Klammern zusammen und verschiebt sie nach oben. Dasselbe machen wir an der anderen Stelle auch. Können wir schon die Schläuche abziehen. Als erstes ziehen wir mal den hier oben ab, ein bisschen drehen und wackeln und dann seht ihr schon den Schlauch. Und da könnt ihr erstmal kontrollieren,
ob irgendwelche Fremdkörper drin sind. Dazu am besten mit einer Taschenlampe mal reinleuchten und mal durchgucken. Das sieht aber sehr gut frei aus. Das nächste ist hier dieser Anschluss. Der ist konisch aufgebaut, das heißt, der ist hier oben ein klein wenig dünner, als er unten ist. Das Problem dabei ist, dass so ein 10-Cent-Stück hier unten reinpasst, hier oben aber nicht raus. Das heißt, das 10-Cent-Stück bleibt auf halber Höhe stecken und verschließt somit diesen Anschluss vollständig. Deshalb das immer nachkontrollieren, wenn ihr da Kleingeld drin habt oder einen Knopf oder ähnliches. Das kann sein, dass das euch den Abwasserschlauch komplett verschließt. Da hilft es auch nichts, wenn die Pumpe und alles andere sauber ist. Deshalb das hier immer mit kontrollieren. Okay, und jetzt machen wir den zweiten Anschluss ab. So. Und hier habt ihr diesen Balk. Da könnt ihr auch mal drauf tasten, ob ihr da noch was drin findet. Und natürlich auch in den Schlauch gucken. Hier findet ihr die ganzen kleinen Fremdkörper, BH-Bügel und so weiter. Alles, was es nicht bis ins Pumpengehäuse schafft, steckt quasi hier in diesem Eco-Ball oder in diesem Schlauch drin. Okay, das sieht soweit auch ganz gut aus. Deshalb machen wir jetzt den Eco-Ball ab. Jetzt haben wir noch so eine Schelle, die hinten an diesem Element festgemacht ist. Das führt hoch zur Druckdose. Hier wird quasi euer Wasserstand in der Maschine bestimmt. Und das müssen wir als nächstes abklemmen. Auch wieder wie die anderen zwei Schläuche mit der Kombizange zusammendrücken und verschieben. So, und jetzt können wir den Schlauch hier schon vorsichtig runterziehen. Wir machen erst den Ökoball ab, dann geht es einfach. Um den letzten Anschluss zu lösen, müssen wir hier diese lange Schraube öffnen. Die müsst ihr nicht ganz rausdrehen, aber ein ganzes Stück weit. So, wir lassen hinten noch ein Stück drin. Und jetzt drücken wir einmal vorne auf den Schraubenkopf. So. Und jetzt hat sich dieser Federring hier gelöst und wir können das Ganze nach unten abziehen. Jetzt noch den letzten Anschluss hier hinten abziehen. So. Und jetzt seht ihr, was hier in dieser Maschine alles drin ist. Also das ist auch nicht normal. Ich weiß nicht, was die da mitgewaschen haben. Das sieht mir nach Kieselsteinen aus, irgendwie wie Beton oder so. Dementsprechend wenn wir das alles ganz penibel reinigen, sauber machen und dann zeige ich euch wieder. Natürlich auch hier hinten die ganzen Anschlüsse, alles sauber machen, dass da auch auf keinen Fall mehr irgendwelche Rückstände davon drin sind. Das ist ganz wichtig. So sieht dieser Ablaufschlauch aus. Da könnt ihr kontrollieren, dass jetzt alle Schlauchenden frei sind, dass diese Kugel sich hier frei drin bewegt, dass die nicht festgeklebt ist. Das verhindert, dass das Wasser zurück vom Abwasserschlauch in eure Maschine läuft. Dementsprechend schon ein sehr wichtiges Bauteil. Und die ganzen Anschlüsse natürlich alle wieder sauber, also weitestgehend sauber, die müssen jetzt nicht glänzen, aber ihr solltet die ganzen Kalkablagerungen und so weiter entfernen. Und dann können wir schon wieder ans Montieren gehen. Wenn euch das Video hilft, wenn es euch gefällt, lasst mir doch einen Kommentar da, ein Abo oder einen Daumen hoch. Das würde mich sehr unterstützen. Wie immer verlinke ich euch all mein Werkzeug und Equipment unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach unten rein. Jetzt setzen wir den Ablaufschlauch wieder an. Zuerst schieben wir den kleinen Anschluss hier oben wieder drauf. So. Und hier das. Hier an der Seite habt ihr so eine kleine Kerbe. In dem Kunststoffteil und in dem Schlauch das Gegenstück.
Da seht ihr, ob die Positionierung von eurem Anschluss richtig ist. Okay. Dann ziehen wir die Schraube hier wieder ein Stück weit an. Achtet dabei, dass dieser Metallring wieder sauber in das Gummi einzieht und richtig sitzt. Und dann drehen wir das Ganze schon wieder richtig fest. So. Und jetzt könnt ihr es ausprobieren, ob es richtig funktioniert, indem ihr da richtig dran zieht und wackelt, weil wenn es richtig sitzt, lässt sich das auch mit viel Kraft nicht abziehen. Wenn das einfach jetzt abploppt und nach unten fällt, wenn ihr da ein bisschen dran wackelt, dann war es nicht richtig gesessen. Und besser, ihr merkt es jetzt, als wenn die ganze Maschine zusammengebaut ist und dann plötzlich das komplette Wasser unten aus dem Gerät rausläuft. Als nächstes kommt diese Schelle hier hinten, die so super schön zu erreichen ist. Ich versuche das noch für euch mitzufilmen, das macht es noch schwieriger, wenn die Kamera noch im Weg ist. So, jetzt sitzt die hintere Schelle auch. Jetzt diesen Anschluss hier an der Seite wieder draufstecken und den hier von oben. Hier habt ihr auch wieder so eine Kerbe in dem Schlauch und so einen Kunststoffsteg in dem Pumpengehäuse. Das gibt euch an, wie der Schlauch da drauf zu stecken hat, dass diese Kerbe genau in dem Kunststoffsteg drin steckt. Jetzt wieder diese zwei Schellen aufsetzen, gucken, dass alles richtig sitzt. So. Und schon haben wir die Anschlüsse auch wieder. Natürlich könnt ihr auch kontrollieren, dass der Stecker auf der Pumpe richtig sitzt. Und ihr nirgendwo ein Kabel versehentlich gelöst habt an der Heizung oder an der Pumpe beim Arbeiten. Das ist natürlich auch wichtig. Jetzt müssen wir das Türschloss wieder einhängen. Dazu den Stecker unten in das Türschloss einsetzen. Gucken, dass der richtig sitzt. Und dann diese Führung hier in die Seitenwand einklippen, dass das wieder befestigt ist. Jetzt haben wir das Türschloss wieder eingesetzt. Jetzt setzen wir die Front wieder an. Dazu setzen wir die hier oben auf diesen Metallsteg. Dann merkt ihr, wie es hier den Spalt schließt an den Seiten. Und dann könnt ihr nach oben schieben und rechts und links nach hinten drücken. Somit sitzt die Front schon wieder und wir sichern sie hier oben mit der einen Schraube. Hier seht ihr die Seitenansicht jetzt mit dem Spalt von der Frontblende. Wenn sie so sitzt, ist sie auch offen. Die muss richtig auf beiden Seiten hier einrasten, hier unten. Also nach oben schieben und dann nach hinten drücken, dass der Spalt sich über die ganze Länge sauber schließt. Jetzt die vier Schrauben unten für die Front. Jetzt die Blende hier vorne. Hier haben wir bei manchen Geräten eine Nottüröffnung. Die müssen wir hier durch diesen Schlitz in die Blende einfädeln. Und natürlich den Wasserschlauch nicht vergessen, den hier zum Ablassen. Hier durch und hier oben rein. Und hier seht ihr die Haken. Da sind rechts und links jeweils zwei Stück.
Dementsprechend setzen wir das ein Stück versetzt zur Mitte. Also hier oben einfädeln. Ein Stück rechts verschoben. Und jetzt schieben wir es in die Richtung zurück. Und jetzt sitzt das schon fest. Jetzt nur noch die eine Schraube. Und das Flusensieb wieder eindrehen. Die letzte Schraube hier unten. Dann das Flusensieb, das gereinigte, wieder einsetzen. Und die Blende wieder einsetzen. Jetzt fällt noch die Türlichtung, die setzen wir jetzt wieder ein. Indem wir sie hier nach außen fädeln. Und dann kann man die so ein bisschen ausklappen und in diese Kante einsetzen. Das müssen wir jetzt rundherum machen. Ich empfehle euch, fangt hier rum an, dass ihr hier drüben, wo ihr viel Platz habt, das letzte Stück einfädelt. Weil wenn das hier drüben ist, dann brecht ihr euch die Finger dabei. Ein bisschen an der Türlichtung dabei ziehen. Und das letzte Stück noch. So. Das sah jetzt sehr einfach aus, wenn ihr das das erste Mal macht. Wird es wahrscheinlich ein paar Minuten länger dauern. Achtet darauf, dass es überall sauber in dieser Rille sitzt. Dass wenn ihr so ein bisschen dran zieht, dass es nicht einfach gleich wieder rausspringt. Ja, das war jetzt vorbildlich. Also ihr müsst schon den Widerstand merken. Und jetzt geht es noch dran, den Spannring einzusetzen. Diese Feder ist in den meisten Fällen unten verbaut. Und dazu fädeln wir die einmal hier außen in die Kante ein. Wieder da, wo man schlecht hinkommt als erstes. Bis zur Feder unten und hier oben ab der Mitte. Dann nehmen wir uns am besten noch eine zweite Person zur Hand, die uns helfen kann, den Ring festzuhalten, dass er nicht wieder rausspringt. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, ich weiß, wie es funktioniert. Dementsprechend mache ich das alleine. Ich fädle jetzt hier oben den Schraubendreher ein und ziehe den einmal unter Spannung hier außen rum. Dabei dürft ihr nicht abrutschen, sonst macht ihr euch die Türdichtung kaputt. Und jetzt ist er drin. Jetzt könnt ihr richtig dran ziehen. Es löst sich da überhaupt nichts mehr. Das ist jetzt der letzte Test, um zu sehen, ob eure Arbeit richtig war. Ob das richtig eingesetzt ist. Weil wenn die nicht richtig sitzen würde, dann würde die jetzt einfach aus dem Rahmen rausflutschen. Jetzt nur noch den Wasserschieber wieder rein. Und die Reparatur ist fertig. Jetzt haben wir die Verstopfung behoben. Alles gereinigt, alles wieder zusammengebaut. Wenn ihr die Maschine jetzt das erste Mal anmacht, seid bitte dabei. Guckt, dass alles dicht ist. Nicht, dass ihr die Maschine anmacht und lauft einfach weg und später habt ihr eine riesen Überschwemmung in der Wohnung. Wenn euch das Video geholfen hat, wenn ihr eure Maschine damit retten konntet, lasst mir doch bitte ein Abo da. Das würde mich und meinen Kanal richtig unterstützen. Lasst einen Daumen nach oben da. Wie immer steht alles in der Videobeschreibung unten drin. Alle Ersatzteile, alles an Equipment, was ich benutze, schaut es euch einfach mal an. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt einen Kommentar drunter. Ich versuche jedes von euren Kommentaren zu beantworten, dass wir so viel wie möglich retten können. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.